gibt es 4 Fakten über die Bibel. Fakt 1. Es gibt 150 Psalmen in der Bibel. Fakt 2. Es gibt viele Gleichnisse. Fakt 3. Es gibt 66 Bücher in der Bibel. Fakt 4. Es gibt ein neues und ein altes Testament. Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Faktenvideo. Und heute geht es um die Bibel. Erster Fakt. Wusstet ihr, dass die Bibel 5 Milliarden Verkäufe hat? Ich nicht. Zweiter Fakt. Wusstet ihr, dass die Bibel aus 66 Schriften besteht? Ich wusste es nicht. Oder dass die Bibel 1000 Jahre alt ist. Die Bibel wurde in einem Alten und in einem Neuen Testament aufgeteilt. Evangelisten. Lukas und Johannes. Vielleicht kommen euch die Namen bekannt vor, weil sie auch im Alltag noch genutzt werden. Das sind auf jeden Fall die 4 Evangelisten. Die Bibel hat 150 Psalme. Das älteste Evangelium ist das des Markus. Und am Anfang der Bibel werden meistens Urgeschichten erzählt. Und das letzte Buch der Bibel ist die Offenbarung. Fakt 1. Die Bibel besteht aus 2 großen Büchern, das Alte und das Neue Testament. Fakt 2. Am Anfang werden die Urgeschichten erzählt, das sind zeitlos wahre und gültig bleibende Geschichten. Fakt 3. Das Neue Testament beginnt mit den 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Fakt 4. Im Matthäusevangelium steht die berühmteste Rede Jesu, die Bergpredigt. Fakt 5. Die Apostelgeschichte ist die Fortsetzung des Lukas-Evangeliums. Fakt 6. Die Evangelien berichten von Jesus, seinen Worten, Taten, seinen Leiden, seinen Tod und seiner Auferstehung. Fakt 7. Von Paulus stammen die meisten Briefe des Neuen Testaments. Fakt 8. Das letzte Buch der Bibel ist die Offenbarung des Johannes. Fakt 9. Wichtige Propheten waren Elia, Jesaja und Jeremia. Fakt 10. Zu den schönsten Texten der Bibel gehören die 150 Psalmen.